Ah. Prost. Kalt der Kaffee. Das soll ja schön machen. Er schmeckt wahnsinnig gut. Ich gehe jetzt nachher zum Friseur, natürlich um mein Haar mit Pflanzenfarben zu färben. Und zwar möchte ich jetzt etwas ausprobieren, weil ich ja im Moment versuche, mich als Schauspielerin anzubieten. Und ich habe überlegt, als was könnte ich mich eigentlich anbieten? Das ist ja als ältere Frau. Und was hat eine ältere Frau? Traditionell auch graue Haare. Und nachdem ich hier vorne sowieso grau bin, will ich mir jetzt hier vorne Silbersträhnen einfärben lassen, beziehungsweise so, dass die nachher rauswachsen können. Und dann werde ich nur noch dunkle Strähnen machen, weil hier hinten bin ich noch dunkel. Das kennen ja viele Leute. Man hat so eine Strähne und der Rest ist dunkel. Also das wird heute als Experiment gemacht. Und jetzt wollte ich noch etwas anderes erzählen. Und zwar etwas, was ich entdeckt habe, was ich ganz, ganz toll finde. Ich habe also bei der Sichtung meiner Fotos, ich musste ja für Scheinweltfieber lauter Fotos, also 60 Jahre Fotos von mir selber sortieren. Und bei der Gelegenheit habe ich eigentlich das Basiswissen für mein neues Buch, nämlich Lebenslust oder Lust auf Leben, einfach zu sagen, ist es überhaupt noch möglich, mit 68, 65, 55, 45, 47 nochmal jung zu werden, ohne, das heißt jugendlich, also nicht jung. Jung können nur die jungen Leute sein, aber jugendlich, das können wir jederzeit. Und ich habe eben festgestellt, dass das, also ich habe ja kaum Falten wegen unserer Kosmetik und denke, die Haltung ist gut wegen meiner Gymnastik. Aber ich habe eben festgestellt, dass meine Augen wie bei allen Leuten immer kleiner werden. Und ich habe überlegt, woher kommt das eigentlich? Die meisten lassen sich die Augen liften und dann sind sie so unnatürlich so. Das wollte ich nicht. Und ich habe festgestellt, ich mache das jetzt seit 2 Wochen, dass wenn man regelmäßig, also bei uns ist es mit dem Quetschroller, die Oberlider massiert jeden Tag, wie Zähnebürsten, dass die Augen dann wieder größer werden. Das ist jetzt mein Tipp an Sie und ich denke, dass das wirkt. Also für mich auf jeden Fall, ich habe zumindest den Eindruck, dass ich mehr sehe und ich habe auch Klaus heute da, mein Ex, hat gesagt, deine Augen sind so groß, das ist wie ein Rotkäppchen. Ma, Omi, warum hast du so große Augen? Nicht, weil ich sie geliftet habe, sondern weil ich wirklich, also fast 10 Tage lang, ganz, ganz konsequent diesen Quetschroller, und zwar macht man das, ich kann das nicht zeigen, weil jetzt sind sie geschminkt, aber es gibt schon Blogs, wo ich es zeige. Also auf den Oberlidern finde ich es ganz toll und auf der Oberlippe. Richtig schön ist zur Fahrt. Also es macht nicht wahnsinnig Spaß, aber ich finde es interessant. Also die Augen mache ich, während ich Blumen anschaue oder irgendwas, damit mir nicht zu langweilig ist. Dann gucke ich halt die Blumen an und mache das mit dem Quetschroller. Und zwar spürt man ganz deutlich, wann es durchblutet ist. Also irgendwie, es ist so, dass die Augen wirklich größer werden. Also das war jetzt mein Tipp für August. Die Augen wieder vergrößern ohne Skalpell. Und demnächst kommt auch mein Fitnessband. Es ist einfach jetzt im Moment zu heiß. Also ich mache ja diese ganzen Übungen, ja, so diese ganzen Beinhoch und so weiter, Gymnastik etc. Und es hilft auch wirklich, also gerade hier, um schöne die Schultern wieder nach unten zu kriegen. Also einfach schöne Schultern. In Schultern, die bleiben mir noch bis 80 gut, das wissen wir, wenn man nicht zu viel in die Sonne gegangen ist. Und also all dies wird in dem Buch, ich möchte das Buch Lust auf Leben nennen, weil eben alles drin ist, also Ernährung. Also das ist hier mein Atelier. Ich werde jetzt einen Film drehen in einem Studio von meinem Bruder. Das ist ganz still. Und da werde ich nochmal alles über Kosmetik weitergehen im nächsten Vlog. Also alles Gute, verbringt einen schönen Sommer. Ich bin übrigens mit Jane Iredale geschminkt. Okay, ciao.